Das möchte ich mir nochmal jungen Leuten erklären, so die Geschichte so ein bisschen. Das ist ja alles schon ein bisschen länger her. Und ja, ich bin ja nun doch Russe. Kein Wunder, dass ich da am meisten Bescheid weiß. Also, es war ja so, 1918 hat man den Adel gestürzt in Russland. Das waren die Bolschewiki oder Bolschewiken sogar, die Menschewiki, also den Adel und so weiter und Sympathisanten beseitigt haben. So, und sie haben den Adel hemmungslos ermordet und alles gestohlen. So, diese Bolschewiki geben sich offiziell als Arbeiter und Bauern aus, die eben einen Aufstand gemacht haben, weil sie eben nicht ordentlich leben können und Hunger haben. So, Russland ist so groß, da hat man Land, da kann man anbauen und kann sich selbst ernähren. So, Russland ist so groß, dass man das mit der Technik damals unter dem Zaren vor 1918 gar nicht bewältigen konnte, dass da jeder so seinen Standard hat. So, das war auch ein Agrarland, da gab es nicht viel Industrie. So, und das war eben so riesig, man hat das ja nicht erreichen können mit irgendwas. Also, Flugzeuge waren in der Anfänge, Hubschrauber gab es nicht. Ja, also Telefon, Anfänge, also alles, was man sich denken kann, gab es da noch nicht, die Verbindung. Die Menschen waren im Prinzip auf sich gestellt, haben sich gefreut, wenn da überhaupt einer langkommt. Und Moskau war weit. Beziehungsweise, es war ja damals, glaube ich, nicht in Moskau. Kann ich jetzt nicht genau sagen, aber ich komme, ich glaube, sie waren nicht direkt in Moskau. Ich weiß es nicht. Zahnfamilie, kann ich jetzt nicht genau sagen. Jedenfalls kann ich Ihnen genau sagen, dass ich das sehe. Also sowohl dieser Trotzki oder auch Lenin oder auch Stalin oder auch Brezhnev waren schwer drogensüchtig. Genauso wie Klara Zetkin, genauso wie wie heißt der andere noch? Wie hieß die? Rosa Luxemburg, Karl Liebknecht, so, genauso Friedrich Engels, genauso Karl Marx, das sehe ich. Sag ich mal, dass andere Psychiater oder Psychologen müssten das auch erkennen, dass sie bei Drogen auskennen. Sie waren einfach nur drogensüchtig. So, und die, die damals diese Revolution 1918 gemacht haben, so sehe ich das heute, das war einfach nur eine Bande von Faulen. Als wenn die jetzt in Frankfurt die ganzen Penner einen Aufstand machen. Nichts anderes. So, und das konnte sich nur ausbreiten, weil die Verbindung nicht da war. Also es war so, Menschen, die keine Lust zu arbeiten haben und zu lernen und zu denken, die sind da ausgebrochen. Und einer, der ein bisschen reden konnte, so wie denn hier auch der Joschka Fischer als Beispiel, nicht gegen den Mann, aber ich muss es mal so ein bisschen sagen. Das war der Lenin und der hat dann alles von sich gegeben. Und wie gesagt, ich habe das glaube ich auch mal geschrieben, ich habe dann in der Sowjetunion, war ich ja dann in Uljanowsk, das ist ja angeblich Lenins Geburtsstätte, wer weiß, was dann alles gefälscht haben, ja, Pizja Wladimir Iljitsch Uljanow, und da hat man dann angeblich Wissenschaftler festgestellt, dass er angeblich 5000 Bücher gelesen hat in seinem Leben. Da konnte ich nur lachen. Erstmal waren Bücher damals auch noch teuer und so weiter und so fort. Und er musste auch irgendwas anderes gemacht haben. So, und das wurde dann auch gleich geändert in 500, glaube ich. Aber das ist eine andere Sache. Jedenfalls waren das sehr ungebildete Menschen, die sich einfach alles stehlen wollten, ohne Disziplin. Nichts anderes. Wenn man ganz vorsichtig ausdrücken will, wollen wir nicht zu voreingenommen sein, weil man wird nie erfahren, was da wirklich war. Und warum?